Ja doch, das wird aber jetzt gleich eh Übersprung wahrscheinlich, oder? Na, das war vielleicht ein bisschen zu spät. Ich meine, irgendwo macht Sinn, dass man das nicht jedes Mal haben will, wenn man die Aktivität spielt, aber mehr ein bisschen praktisch gewesen gerade. Die Machenschaften der Säule offenbaren sich uns. Durchquere sie und nutze ihre Magie für unsere Zwecke. Also anders gesagt, mach das, was du am besten kannst. Hier, diese Gesellen sind jetzt auch gleich wieder mal komplett den Gas geliefert. Trage jeden Solarkristall zu seinem Gefäß. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Hier mit Necrochasm zu spielen, ist doch nicht wirklich eine sinnvollste Idee. Ich bin so richtig nutzen kann man das in dem Szenario nicht wirklich. Ja, zumindest kommt es mir so vor. Vielleicht mache ich das auch einfach nur falsch. Weiß ich nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. So oder so haben wir jetzt auch den nächsten von den Hardtoppen hier platt gemacht. Der verdammt nächsten, ey. So. Ach, natürlich. Als ob. So. Das heißt jetzt. Na gut, das war zu erwarten irgendwo. Wäre ein Wunder, wenn das nicht so kommen würde. Naja, machen wir uns den nächsten Kristall. Wo geht der hin? Da hinten, okay. So sind wir zumindest mal ein bisschen schneller. Auch wenn es keinen großen Unterschied macht, weil dieses Teil ja sowieso gleich drin ist. Okay, jetzt erstmal noch schön irgendwo in die Wand reinlaufen. Dinge, die man halt so macht. Was ist der denn wieder? Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Wieder so ab hoch geht's. Diese Scharkristalle enthalten kraftvolles Licht. Weißt du, woher es kommt? Ich denke schon. Du hast mittlerweile genug deiner Vettern Last gegeben, um es zu wissen. Meine Brut hat auf Titan das gleiche getan. Du bist so gut darin geworden. Ich schaue dir so gern bei der Arbeit zu. Also das ist so unsere Arbeit, einfach durch die ganze Weltgeschichte zu laufen und einfach Schar und andere Gegner platt zu machen. Um Sabaton zu entertainen, oder was? Also letzteres ist natürlich nur so ein Nebenprodukt davon, aber trotzdem. Byproduct. So oder so kann man jetzt erstmal entspannt die Säule erklimmen, damit man dann wiederum den nächsten Haufen Schar begegnen können. Ja, das war ja klar. Können wir mal entspannt wieder aufstehen? Ja, okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich sowieso gleich nachgezogen, oder nicht? Beseitige die Barriere. Das ist halt die Frage, geschaffen wir es jetzt hier noch hochzuklettern oder die Transmutation ist vollendet? Was? Keine Ahnung, was damit auf sich hat. Jetzt kaputt.
So. Störe das Ritual. Wie machen wir das am besten? Ich meine, hier müssen wir natürlich nochmal ein Besiegbarkeitsschild entfernen, aber... Na, natürlich. Wie soll es denn auch sonst funktionieren? Nichts da. Wie lange wird er das jetzt noch an mir rumsaugen? Ja. Mal den nächsten Kristall. Okay, aber hat das nicht gerade eins von den Dingern befreit? Scheint nicht so. Ist da noch mehr so, mehr von den Kristallen? Sind da noch mehr? So. Ich meine, einen habe ich ja gerade zerstört. Ach so. Ja, komm. Jetzt saugt sich das schon wieder ein zurecht oder was? Jetzt sind wir auf jeden Fall relativ gut unterwegs gerade oder was? Ach so. Schon. Schnelles Ding auf jeden Fall. Die Scheißen sind wehrlos. Ja, schön, dass sie das sind. Genauso bin ich auch gerade wehrlos irgendwie. Also sind es relativ. So. Und jetzt geht's auch an den nächsten Teil. Das wiederum heißt, wir müssen uns einfach durch den nächsten Parcours-Teil bewegen. Ah, und diese X-Dinger, also hier das. So eine einfallsreiche Frau. Ich bin stolz auf sie. Sie tat genau das, was ich verlangt habe. Und jetzt wissen wir es. Wissen was genau? Dass der Höllenschlund das Beste war, was ihr je widerfahren ist. Genau. Ich meine, die schrecklichste Erfahrung, die einem jemals passiert ist, könnte auch... Aber dann hast du jetzt irgendwo, stimmt das ja auch. Ich bin ohne diese Erfahrung wäre es niemals so... Also hat niemals so Kenntnisse über die Schar und Perren, dass wir dann niemals so gekommen, dass wir Kota, Oryx und technisch gesehen auch Sabaton irgendwie besiegen könnten. Also jetzt rein von der Lore her. Spielt es natürlich jetzt. Also hat es eine Rolle gespielt, aber letztendlich war es ja mehr unser Ding. Das tut jetzt auch nicht weiter. Nichts weiter zur Sache. Letztendlich müssen wir uns jetzt einfach dran machen, hier den Finalteil abzuschließen und dann ist gut. Ja. Und ab geht's in den letzten Bereich. Nutze deine Zauberkunst, um die Säule zurückzufordern. Nichts lieber als das. Ja, aber wirklich Schaden macht das jetzt nicht, aber. Na. Immerhin ist es mal ein Anfang. Jo. Und das war's direkt mit der Hälfte und auch mit mir. Sag ich ja. Golak, der Verpester. Huh? 2 und da kommt auch gleich die 3.
Was passiert aber als erstes, dass ich wieder aufstehen kann oder dass der hier erledigt ist oder auch nicht? Ja. Ja, komm. Mal zumindest sieh mal ein bisschen los. Okay, das soll jetzt ein bisschen hässlich. Das wäre auch so schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Vor allem, wenn ich mich hier auf das Ding konzentriere, wird der Dorf schon eh schon erledigt, oder? Na, dann machen wir es halt einfach so fertig. Sag ich doch. Shibu ist nicht tot, weißt du. Du hast nicht gewonnen. Ja, auch wirklich, Captain Obvious. Könnten ihre Schwester niemals wirklich töten. Für sie war es ein Spiel. Liebe. Würden sie sterben, würden sie einfach auf ihre Throne zurückkehren. Und das haben sie viele Male getan, um sich selbst zu stärken. Wir haben Xivu Arads Fangnetz durchschnitten. Ihr habt ihr also ihre Spielzeuge weggenommen. Und jetzt? Jetzt knöpfen wir uns den Zeugen vor. Und dann sie. Was er über direkt sagt, dass das erste Ding nach Final Shape eben die Xivu sein sollte. Was auch irgendwo Sinn macht, dass man dann halt eben im Nachhinein uns dran machen, halt Toro Battle zurückzuerobern mit den Kabal-Verbündeten, die man. Das wäre auch nur so eine potenzielle Option für Yacht. Wie auch immer. Damit würde ich sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.